Frankfurt und unser Hauptthema ist Sommer. Vorbeugung. Was müssen wir machen, um uns zu schützen von der Sonne? Welche Optionen haben wir? Was machen wir gegen die freien Radikalen? Antioxidanten zum Beispiel, Lichtschutz, Sunscreen. Heute mache ich eine Skinscope-Analyse und ich zeige euch, wie einfach und schnell es geht. Bis gleich! Frankfurt ist so schön. Ah, das ist die Skinscope-Analyse von Skin Zürich, ja? Wow, cool. Sieht wie aus wie eine Alien Spaceship Shuttle Device. Wie cool. Ach, ich freue mich schon anzufangen. Schön. Ah, interessant. Und hier kann man sehen, das Lebensstil, Gesundheit. Welche Pflege wir nehmen. Ah, und hier die Hautanalyse mit dem Skinscope. Ja, super. So, lass uns anfangen. Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt erstmal die Hautanalyse. Okay. Ich schaue mir Ihre Haut an. Wie machen wir das? Das erkläre ich jetzt. Okay. Und dann erkläre ich Ihnen, was für das Gerät über Sie verrät. Okay, super. Wie Sie sehen, ist hier eine kleine schwarze Hülle. Tun Sie den Kopf frei. Und da ist ein Spiegel drin, da können Sie praktisch auch mitschauen, ja, welche Farben die Haut in dem Gerät gibt. Ja? Genau. Aber hoffentlich ist es kein so Teletransporter, weil ich tue meinen Kopf rein, dann ich komme auf Mars wieder raus. Ja, wahrscheinlich. Sehr cool. Ja, und ich kann hier von der anderen Seite mitschauen, ja? Ach so, genau. Okay, cool. Dann lass uns probieren. Ja. Eine gute oder eine schlechte, okay. Genau, wir fangen erstmal an mit der schlechten Nachricht, wobei so schlecht. Viel einfacher mit dem schlechten anzufangen. Genau. Okay. So, das Gerät zeigt mir, dass Sie Hyperpigmentierung haben. Das bedeutet, zu viele Sommersprossen sind zu sehen. Okay. Und leichte Pigmentflecken. Ja. Und die müssen natürlich vor Sonnenstrahlen extrem geschützt werden. Und die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass das Gerät mir gezeigt hat, dass Sie eine gut hydrolysierte Haut haben. Das heißt, sehr schön. Sehr gut befeuchtet. Sehr gut. Genau. Das bedeutet, die Pflege, die Sie dann benutzen zu Hause, ist gut für Ihre Haut. Von der Feuchtigkeit her. Also ich bin ein großer Fan von CD Brillig. Das ist natürlich mein Lieblingsprodukt. Genau. Ich kann nicht ohne. Und HA Intensifier. Ja. Diese Hyaluronsäure, das gibt sehr viel Feuchtigkeit. Die Vorbeugung, dieser Schutz, was soll ich eigentlich machen? CE Furelic. Genau, das ist praktisch ein Schutz, der vor den Freien. Das benutze ich jeden Tag, ich liebe den. Cool, okay. Das tupft man sich praktisch so ein bisschen in die Haut rein. Das ist eine Schutzschicht, dass wenn Sie dann die Umwelteinflüsse vorbeugen dagegen. Und ich benutze das immer jeden Morgen. Das ist gut? Ja, auf jeden Fall. Jeden Morgen drauf. Super, okay. An zweiter Stelle dann natürlich den Adventure Pigment Corrector von SkinCeuticals. Das haben Sie mir gesagt für die Pigmentstörung. Genau. Und wenn ich das verwende, Pigment Corrector, wenn ich das verwende, das nimmt quasi die Pigmentflecken weg. Oh, ja. Toll. Sie zurück. Das klingt ja toll. Ja. Und das auch als Pflege morgens und abends auf die Haut auftragen. Okay. Nach dem Serum Ceruleic. Okay, sehr schön. Genau. Und dann das Allerwichtigste. 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 Ganz wichtig. Sonnenschutzfaktor. Okay. Ja. Ultra Facial Defense. 50 für die Gesichtshaut. Oh, schön. Ganz, ganz wichtig. Ganz zum Schluss auftragen. Ultra Facial Defense. Und das ist natürlich gegen freie Radikalen und Sonnenschutz. Genau. Sonnenschutz auf jeden Fall. Ganz gerade wichtig. Wenn man im Urlaub ist. Mädels und Jungs, ganz wichtig. Sommer ist da. Jeden Tag. 50 ist perfekt. Und das schützt eigentlich gegen auch Falten, oder? Auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema. Wir wollen keine Falten. So eine Art wie Antioxidant Lip Repair. Ja.
Also ich nehme das schon seit ungefähr ein Jahr für meine Lippen. Ich tue das, ich nehme ein bisschen und ich tue das immer hier on the border von den Lippen und dann auf den Lippen selbst. Und genau. Ich benutze das schon seit ungefähr ein Jahr und ich merke, dass meine Lippen sind, vielleicht haben sie sich verdoppelt. Die sind viel größer. Auf jeden Fall, wenn man es täglich anwendet, ist auch nochmal ein Schutz und pflegt auch die Lippen selbst. Sie haben Antioxidanten erwähnt. Was ist das eigentlich? Antioxidanten sind sehr, sehr wichtig für uns. Die sind so eine Art Schutz vor Umwelteinflüssen und Medikamente, Alltagsstress. Das ist alles etwas, was sich auf unsere Haut auswirkt. Und man kann gegen vorbeugen, indem man einfach ein Antioxidantien drauf macht, wie wir vorhin gesprochen haben mit dem C-Repulling, eine Schutzschicht. Gerade wenn wir älter werden, ist es schon sehr, sehr wichtig. Genau. Und das ist eigentlich auch gegen freie Radikale. Genau, ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ja. Super! Ja. So ihr Lieben, wir sind heute fertig. Es war ein wunderschöner Tag bei Code Beauty Frankfurt und wir haben viel gelernt und wir wissen jetzt, was wir müssen tun im Sommer, uns zu schützen. Und bitte, 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 do not forget your sunscreen. Ganz wichtig, das Haut schützen und noch wichtiger, im Sommer viel Spaß haben. Tschüss!